Es gibt viel weniger Gold, als es Papiergold gibt. Also wenn man bei einer großen Bank in Amerika oder in einigen anderen Ländern auch Gold kauft, dann kriegt man ja nicht den Barren, wenn man einen Barren Gold kauft, sondern ein Papier, dass man jetzt Besitzer dieses Barrens ist. Genau. Und es hat niemand die Banken daran gehindert, also viel mehr Papier auszugeben, als es wirklich Gold gibt. Also man spricht in Insiderkreisen davon, dass es zwischen 220 und 500 Mal mehr Papierverträge als wirkliches Gold gibt. Wenn es jetzt also zu einem Run auf das Gold kommt, wenn das also das Finanzsystem tatsächlich kollabieren sollte und wenn das Internet kollabieren sollte, die Leute Sicherheit in den Edelmetallen suchen, dann wird der Goldpreis auf jeden Fall in dem Fall durch die Decke gehen. Man muss dazu auch wissen, dass also eigentlich nicht das Gold teurer wird, sondern das Geld verliert seinen Wert. Also das ist eigentlich ein umgekehrter Prozess. Gold behält eigentlich immer seinen Grundwert. Und deswegen ist Gold auch eine wunderbare Absicherung.